Grüß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft hier auf der Höllenfeier Halbinsel in der Scherbenwelt, also im, naja, zerklüfteten Draenor, um es mal so zu sagen. Und ja, heute ist ein Dienstag, genau, da nehme ich noch die restlichen beiden Parts für den restlichen Verlauf auf. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich dann am Sonntag keine Lust mehr hatte, die anderen beiden Folgen aufzunehmen. Da bin ich ja mit einem Twink-Schurken in einer Only Garrosh NHC-Gruppe gewesen. Ja, und wie gesagt, irgendwann, wenn ich halt keine Lust habe, dann nehme ich halt auch nicht immer zwangsweise auf. Und naja, dann kam mir noch das Missgeschick, dass ich, ja, wie soll man sagen, ich hatte die Uploads also hier, ja, gestartet. Dummerweise war aber, ja, wie soll man sagen, dummerweise war das Rendern eines Videos schneller, als dass beide Videos hochgeladen wurden. Also somit kam es zustande, dass WoW erst ein bisschen später oben war. Nämlich, ach was weiß ich, am Abend 19 Uhr oder so. Aber naja, gut, kann ja mal passieren. Wenn das reale Leben eben im Wege steht, dann ist das nun mal so. Und naja, das ist ja aber auch ein bisschen wichtiger, als hier irgendwelche Videos hochzuladen. In diesem Sinne. Deswegen kann passieren. Ja, das hat, wie gesagt, gerade mit dem Praktikum zu tun. Aber ein Praktikum ist eine sehr interessante Sache. Vor allem, wie gesagt, ich beobachte ja, also ich mache gezielte Beobachtungen, die ich da im Rahmen halt eines, also meines Studiums machen muss. Aber der Witz daran ist, wenn man auch mal so nebenbei den Unterricht verfolgt, da merkt man erstmal, einige Dinge, die weißt du aber auch nicht mehr. Aber du merkst halt auch, wie man sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Naja, es ist ja auch gut, stell dir mal vor, man entwickelt sich dann nicht weiter, das wäre ja schlimm. Aber da sind so Dinge wie, naja, nenne fünf Dinge. Oder was weiß ich, in der Uni, da siehst du eine Folie mit was weiß ich, wie vielen Dingern. Und die verarbeitest du innerhalb kürzester Zeit. Und da dauert es lange, ehe da meine Tabelle mit fünf Dingen auswendig gelernt wird. Da denkt man sich so, meine Güte, man hat sich ganz schön weiterentwickelt. Weil, ich meine, oder denn ich erinnere mich auch an meine Schulzeit und dann war das halt manchmal so. Ja, das dauert so ewig und was weiß ich. Und heutzutage, da steckt man das einfach so weg, weil man da doch irgendwie noch mehr auf dem Kasten hat. Ist schon irre. Es ist schon wirklich irre. Aber das Gute ist halt, die kennen mich noch alle von damals. Und da hat es zum Vorteil, dass ich, also mit einigen bin ich ja da auch schon per Du. Und ja, da fragen sie, willst du mit Frühstück essen und willst, also du kannst dich auch mit denen unterhalten. Und wie gesagt, mit den meisten bin ich per Du, was halt auch wunderschön ist. Und da kann man halt mal schnell, also da hat man auch mehr Möglichkeiten, anstatt wenn man jetzt ein Fremder ist und naja, einem immer nur Steine in den Weg gelegt werden, was ich ja auch schon oftmals im Praktikum erlebt habe. Aber da fühle ich mich gerade richtig wohl. Das macht so wahnsinnig Spaß. Also, das, was man da halt alles feststellt, wie man sich ja im Verlauf dessen weiterentwickelt hat und wenn man dann vor allem über vergangene Dinge erzählt. Ach, das ist so herrlich. Das mache ich ja auch gerne, über Vergangenes erzählen, weil es halt einfach eine schöne Erinnerung ist. Also, manches, es ist halt vorbei. Schade, dass es das manchmal nicht nochmal gibt. Aber na gut, das ist nun mal der Fortschritt des Lebens. Ach, wie philosophisch, der Lauf des Lebens. Ja, der nicht aufzuhalten ist. Das Leben läuft trotzdem weiter. Egal welche Schwierigkeiten man hat, es geht irgendwie immer weiter. Ja, genauso sieht es aus. Also, ja, wie gesagt, das kann ich auch an die jüngeren Zuschauer mal richten. Ihr werdet auf jeden Fall Phasen haben in eurem Leben, wo ihr denkt, Scheiße, es geht einfach nicht. Die Phasen sind nicht schön, aber sie gehören dazu, weil sie eben eine elementare, also eine bedeutende Lebenserfahrung darstellen. Dass man halt merkt, es ist nicht alles schön im Leben. Und man muss aus manchen Situationen dann einfach das Beste machen. Ich weiß, für manche Situationen kann man nichts, in die man hineingerät. Das ist aber halt auch das Leben, dass du, ja, mal in Dinge gezogen wirst, die einfach nicht so toll sind. Und andererseits hatte ich mal irgendwoher gehört, das Leben ist eine Aneinanderkettung von Zufällen. Und irgendwie hat die Person, die das gesagt hat, so verdammt recht, weil
du vieles einfach mal nicht beeinflussen kannst. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt gehen lassen sollte. Nein, jeder ist natürlich für sich selbst verantwortlich. Das sollte klar sein. Und man kann sein Schicksal schon selbst in die Hand nehmen. In dem Sinne, ich strenge mich an, um mein Ziel zu erreichen. Auch wenn es länger dauert. Man braucht halt eine gewisse Ausdauer auch. Aber man kann, wenn man will, sehr, sehr vieles erreichen. Das auf jeden Fall. Ist natürlich wieder abhängig, und das hatte ich ja auch schon mit Lehrern, Schülern und so weiter und so weiter. Darauf gehe ich ja jetzt nicht nochmal ein. Aber so sieht es aus. Genauso sieht es aus. Man ist auch mit seinem Verhalten, also jedes Verhalten, ich meine, Verhalten entsteht ja nur, wenn ich mit der Umwelt interagiere, ne? Ansonsten, ja gut, man könnte jetzt sagen, mein Verhalten gegenüber mir selbst. Das meine ich jetzt aber eher nicht. Also ich meine wirklich das Verhalten anderen gegenüber, also mit der sozialen Umwelt. Dafür ist man selber auch verantwortlich. Egal, ob man jetzt einen schlechten Tag hat, ob man, also was weiß ich, einfach mal mies drauf ist. Es kann ja jedem mal passieren. Ich meine, wir sind alles Menschen. Da kann das wirklich mal passieren, dass man einfach mal mit einem falschen Fuß aufgestanden ist. Oder was weiß ich, kann ja alles passieren, bloß, ja. Trotzdem muss ich dann erstmal wissen, wie ich mich anderen gegenüber verhalte. Und, ach, was das Tolle auch noch am Praktikum ist nebenbei, ist halt, es gibt so, also einige Lehrer, die ich ja von damals noch kenne, die mich unterrichtet haben, und jetzt bist du so fast auf gleicher Augenhöhe, das ist sowas Besonderes auch. Oder, weiß ich noch, bei einem anderen Praktikum, da durfte ich ins Klassenbuch reinschreiben, was wir die Unterrichtsstunde gemacht haben. Das ist ein total triviales Ding, aber wenn du das erstmal machen darfst, das ist schon ein besonderes Gefühl, muss ich euch sagen. Also das ist schon so, ja, du bist jetzt auf der anderen Seite. Das ist, ja, wie wenn du vom Verbrecher zum Polizisten wirst oder sowas. Das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und das zeigt aber auch, da findet ein Prozess statt. Bei mir zwar über einen längeren Zeitraum aufgrund meines Studiums, was ich halt ein bisschen länger betreibe, aber na gut, das sei ja jetzt dahingestellt. Aber selbst da, man merkt halt einfach, da ist eine Veränderung im Anklang und sowas. Das ist halt schön, wenn man merkt, man verändert sich aber auch in eine gewisse Richtung, in eine positive Richtung, sage ich mal. Also, dass man langsam und aber sicher halt reift und dass man aus sich was macht, das ist eine Erfahrung im Leben, die kann man durch nichts anderes ersetzen. Und ich habe vergessen, die Stoppuhr anzustellen. Moment, ich gucke mal, wie lange läuft denn der Timer hier schon. Okay, dann schalte ich den mal an. Das sind ungefähr 8 Minuten. Da können wir jetzt noch so ungefähr 7 Minuten draufhauen. Und in der Zeit können wir hier noch ein paar Zeppelin-Trümmer sammeln. Ja, und wie gesagt, ich gehe da gerade richtig auf. Zum anderen habe ich ja auch noch, habe ich schon zum einen gesagt? Ich glaube nicht. Also ich habe da halt auch einen schön geregelten Tagesablauf. Um 5 aufstehen, wie ich bereits schon sagte. Und ja, da stehe ich halt auf. 5 Uhr, kein Problem. Meine 4 Wecker klingen. Ich bräuchte eigentlich nur einen, aber zur ganz großen Sicherheit, falls mal ein Gerät ausfallen sollte, wovon ich zwar nicht ausgehe, aber kann ja mal passieren. Ja, ich bin halt so ein Mensch, ich versuche viele Dinge möglichst auszuschließen, also so manche Fauxpas, also was weiß ich, manche sagen ja, hier Handy war leer oder so. Na gut, ich habe jetzt mehrere Handys, ja, oder mehrere Geräte mit einem Wecker, das ist wieder was anderes, aber ich versuche da halt schon das minimal zu halten. Damals beim Abitur, da weiß ich noch, da habe ich mir auch ein paar Wecker gestellt, damit ich das Jahr nicht verschlafe, nicht zum Abitur und gar nicht zu den mündlichen Prüfungen und sowas. Nee, überhaupt nicht verschlafen dürfen und sowas. Ja. Und ich meine, das hat ja auch irgendwie was gebracht. Jetzt sagen manche, ja, du lässt dich darauf herab, Lehramt zu studieren. Nee, ich finde das schön, anderen was beizubringen. Also von den Sachen, denen ich auch Ahnung habe. Obwohl man auch schon oft im Studium gesagt hat, naja, es kann halt sein, dass man im Referendariat nicht für die Fächer, bei mir sind es halt Mathe und Ethik auf Grundschule, dass man die halt gar nicht zugeteilt bekommt. Das kann gut passieren. Habe ich schon etliche Berichte von anderen Lehrern, die gesagt haben,
Ja, ich habe eigentlich dies, das und jenes studiert, aber dafür kam ich nicht, also dafür wurde ich nicht eingestellt. Irre, oder? Ja gut, diese ganze, ach Gott. Ja, diese ganze Fachidiotie, die sowieso wieder sowas. Oh, ja, da denkst du dir so, was zum Geier? Man fragt sich ja schon manchmal in der Schule, wozu brauche ich das? Aber im Studium fragt man sich das stellenweise umso mehr. Aber na gut, das ist ja nun auch nicht Gegenstand der Sache, sondern, wie gesagt, eigentlich das Praktikum. Also wie gesagt, um 5 aufstehen und da bin ich auch wach. Auch wenn ich nur 4 Stunden geschlafen habe und nein, ich nehme keinen Koks. Um hier gleich mal meine Gildenmitglieder, um gleich meinen Gildenmitgliedern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die ja das immer noch behaupten seit Mists of Pandaria Release. Bloß weil die Schlappschwänze nicht 36 Stunden wach bleiben konnten. Nein, so, kleiner Spaß. Ja, kann ich ja nichts für, wenn sie nicht durchhalten. Kann ja mal vorkommen. Naja, wie dem aber auch sei, ich gehe da wirklich gerade auf. Und ja, ich meine, ich merke halt, ich muss aufstehen und dann bin ich wach. Manchmal, dann ist man halt auch gezwungen. Ich meine, man hätte keine andere Wahl. Man kann ja nicht sagen, nö, heute gehe ich da nicht hin. Wäre ja ein bisschen, es gäbe ein schlechtes Bild ab, sagen wir es mal so. Deswegen, ja, stehe ich da halt auf, so wie sich das gehört. Und ja, das ist halt auch schön. Also, du weißt genau, jetzt stehst du auf. Also, so ein geregelter Tagesablauf kann wirklich schöne Dinge mit sich ziehen. Das ist schon wirklich nicht schlecht, sag ich mal. Dann gehen wir mal weg. So, dürfte es gleich explodieren oder auch nicht. Dann kommt es gar nicht dazu. Dann kriege ich auch keinen Schaden ab. Na, ja, die Schattenpartikel sammeln wir auch einfach mal auf. Ja, und wie gesagt, dass ich. Also, ich habe es heute wieder erlebt. Da hat mich jemand wiedererkannt von damals. Und das ist halt immer so ein erstaunliches Gefühl, wenn sie einen wiedererkennen und. Ja, und wenn man dann über alte Zeiten redet, das ist schon was Tolles. Also mal in Erinnerungen schwelgen darf man. Vor allem, wie gesagt, es gibt Lehrer, die haben damals gewisse Gewohnheiten gehabt und die erkennst du immer und immer wieder. Aber du erkennst auch so Verhaltensweisen von Schülern, die gibt es auch von Generation zu Generation, immer und immer wieder. Eine Lehrerin zum Beispiel, da haben wir mal nicht gelernt, da hat sie gesagt, ja, jetzt muss ich das ja wieder hier mit euch durchkauen. Was ist das denn für eine Axt? Die ist lustig. Die nehmen wir mit. Ich dachte schon, die sieht aus wie die Warforged Crystal Axt oder. Ne, Crystal Forged War Axt, also die kristallgeschmiedete Kriegsaxt. Und sowas. Und ja, das ist halt schon so ein besonderes Gefühl. Du merkst halt, also nicht, dass sie jetzt eingesessen sind oder so, aber jeder Mensch hat ja so seine gewissen Gewohnheiten, sage ich mal. So gewisse Ausdrücke. Und was weiß ich alles. Und das erkennst du immer und immer wieder. Und dann denkst du, damals hat dich die Lehrerin irgendwie mal angemeckert, falls du nicht gelernt hast. Und das macht sie auf dieselbe Art und Weise mit den jetzigen Schülern auch. Denke ich so, ach ja, da werden Erinnerungen wach. Ah, na gut, wir waren eigentlich auch eine relativ, also, ja, wir waren eine eigentlich sehr brave Klasse. Wir hatten natürlich auch unseren Klassenclown. Und das ist ja auch wieder das, in jeder Klasse gibt es irgendwie gewisse Leute. Dann gibt es einmal die Diva. Ja, so in etwa, ne? Also, vor allem in der sechsten, siebten Klasse, wenn die ersten Mädels in die Pubertät kommen und sowas, dann ist es ganz schrecklich, dann ist ganz großer Alarm angesagt. Weil die sagen, ja, Schule ist Mist und so weiter und so weiter. Da kommt halt auch alles vor. Pubertät ist halt nun mal nicht die goldene Zeit. Aber das ist ja halt auch, naja, in der Zeit, da stellt sich alles um. Und da ist man auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Ja, eine aufregende Zeit. Als Lehrer ist die besonders kritisch, sage ich mal. Weil man als Lehrer ja schon vertritt, naja, ihr werdet aber langsam mal erwachsen und dann solltet ihr auch wissen, was ihr tun wollt und sowas. Ja, das ist ein ganz interessantes Konfliktfeld. Gibt's auch etliche Forschungen für uns, aber ja, wie gesagt, ich will auch nicht wirklich in die Forschung später gehen, wenn ich dann hier mein Studium beendet habe und sowas. Gibt dann echt Leute, die nur in der Theorie arbeiten wollen. Das ist mir gar nichts. Nee. Das reicht mir schon mit dem Blödsinn, den ich da manchmal noch Uni brauche. Deswegen, ich freue mich über jedes Praktikum, was ich machen kann. Einfach nah am Schüler sein. Also an der Schule, oder besser gesagt, in der Schule sein,
Das ist das Beste überhaupt. Da fühle ich mich auch wohl. Da gehe ich auch wieder richtig auf. Also das merkt man, glaube ich, auch gerade, wie sehr ich mich darüber freue und es wieder und wieder erwähne. Aber da müsst ihr für diesen Part durch. Im nächsten Part habe ich noch ein anderes Thema, weil ich halt schon wieder mal einen, naja, eher sinnfreien Kommentar gelesen habe. Aber dazu komme ich, wie gesagt, im nächsten Part. Deswegen werde ich hier die aber noch schnell erledigen, damit wir diese 40 Splitter haben. Und dann, wenn ich die 40 Splitter habe, werde ich, denke ich mal, auch diesen Part beenden. Ich meine, es sind ja nur noch 8 Stück. Und die fallen ja hier sehr schnell um. Zack. Ach nee, war nicht nah genug dran. So, jetzt aber gekickt. Ja, und wie gesagt, auch seitens der Schüler gibt es Verhaltensweisen. Was? Hui, ist der noch? Ja, kann vorkommen. Ja, also auch Schüler. Also, das, was wir manchmal damals so gemacht haben, das machen die heute genauso. Also, da nimmt sich keiner etwas. Und ich wette, unsere Vorgängergeneration, die war genauso, dass sie da irgendwie irgendwelche Dummheiten gemacht haben. Auch wenn es ja Lehrer gibt, die meinen, nee, haben wir nie so gemacht. Sagen wir es mal so, damals waren vielleicht die Lehrer auch ein bisschen strenger. Man durfte sich halt nicht erwischen lassen heute. Naja, wenn man sich erwischen lässt, dann, ja, ne, ist halt so, denken sich da viele. Aber damals, wenn man da mal was mit einem Rohrstock abbekommen hat, da war das halt nicht so lustig. Und deswegen, ja, das gibt schon gewisse Veränderungen, das auf jeden Fall, aber, ja, was soll's, ne? Nobody is perfect und ich bin nobody und dann werde ich auch diesen Part an dieser Stelle beenden. Ich werde mal gucken, was ich als nächstes mache. Ah ja, hier im Lager, da muss ich auch noch irgendwelche Fackeln einsammeln und sowas. Das machen wir dann auch noch, weil ich dann ja irgendwas hier anzünden muss. Ach ja, genau, ich muss die Dinger da verbrennen, die Gebäude. Genau, das machen wir im nächsten Part und ich hoffe, euch hat dieser Part soweit gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play World of Warcraft. Sieht man sich!